Hallo und willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays und Hausflippe. So, weiter geht's. Wir haben in der letzten Folge einige Missionen gemeistert. Mein Zuhause sieht jetzt auch halbwegs okay aus. Bis auf die Tatsache, dass ein paar Sachen noch dreckig sind und kaputt. Aber für sowas müsste ich hier die komplette Tür ersetzen wahrscheinlich. Außer ich krieg noch irgendwie ein Schleifgerät oder sowas. Huch, das habe ich hier noch in der Hand. Aber ich krieg's jetzt nicht mehr hoch. Ah, okay. So, wollen wir nochmal gucken, was die nächste Mission ist. Befreie mich von diesen schrecklichen Farben. Ich will eigentlich nicht schon wieder streichen. Neue Wand. Ich schreibe Ihnen, da ich gerne eine neue Wand in unserem Haus ba bauen lassen möchte. Meine Tochter ist schon 3 und ich denke, dass dies der Zeitpunkt ist, dass sie ein eigenes Zimmer bekommen sollte. Teilen Sie bitte das Schlafzimmer in 2 Zimmer. Beide Räume sollten eine Tür zum Flur haben. In das Zimmer der Tochter bitte ein neues Bett reinstellen und das Kinderbett verkaufen. Na, das klingt doch gut. So, guten Tag. Wohnküche. Aber hier. Ui, ein Keller. Hat man bisher noch gar nicht. Aber da sollen wir theoretisch nichts machen. Hier ist ein Dings. Ah, okay, das ist. Aha. Das könnte man also als Zimmer benutzen. Und hier ist das Bad. Okay, also ich muss auch wirklich nirgendwo was anderes machen. Außer hier. Dann würde ich sagen, reiße ich doch mal diese Wand ein. So, wie war das nochmal? Ist schon wieder ein paar Tage her. Abreißen. Jetzt höre ich keinen Schlag mehr. Jetzt. Clash. So, neue Fähigkeit. Besserer Hammer, schnelleres Abreißen. Ich glaube, am meisten bringt immer das Equipment erstmal. So, das war's auch schon. Und diese Wand könnte man noch einfach zumachen. Modifiziere die Wände. Ja, ich glaube, das machen wir auch so. Das gehört noch zum Kinderzimmer. So, dann das Tool zum Verkaufen. Da wäre das Baby wahrscheinlich doch eh nicht rangekommen, beziehungsweise Kleinkind. Nein. Muss ja nicht alles auf dem Tisch stehen. So, dann brauchen wir ein neues Bett. So, erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Shop. Kinderbett. Aber nicht das, sondern ein richtiges Kinderbett. Dann suche ich mal nur nach Bett. Bett mit Schreibtisch, Bett solid. Oh, warte mal, da gucke ich lieber mal, was hier gefordert ist. Gegenstand anbringen, Grille. Okay, es ist auch genau das gefordert, was ich wollte. So, die Farbe ist mir scheißegal.
Shift und drehen. So, kann sie doch schön rausgucken. So, und wie mache ich Wände? Das haben wir, glaube ich, schon. Ach da, Wände bauen. Warum klappt das nicht? Okay. Aber so richtig. Ich hab dich wegen dem Fensterbrett. Aber irgendwas hat er gerade abgeschlossen. Modifiziere Wände. Damit auch Streichen gemeint ist? Oder eigentlich braucht man doch erstmal Tapete, oder nicht? Modifiziere Wände. Ist natürlich zweideutig. Nicht, dass ich einfach nur noch weitere Wände abreißen muss. Was kommt denn, wenn ich hier gucke? 0 von 22. Montiere Geräte. Steckdose habe ich schon von Weitem gesehen. Ah, jetzt muss man noch nacheinander machen. Ah, scheinbar nicht immer. So, welches noch? Das da wahrscheinlich? Ja. Das sieht alt und hässlich aus. Kinderzimmer vielleicht auch. Okay. Ich könnte es abgeben schon. Da ich sonst nicht weiß, was ich machen soll und sonst nur Geld ausgebe, würde ich sagen, machen wir so. Ich habe ein großes Haus gekauft, doch ein zweites Bad ist dringend angebracht. Ich habe das aber erst nach einer Woche gemerkt. Und weiß, dass ich es länger nicht aushalte, aber an der Küche ist ein Raum, der sich dafür geeignet.
Da müssten sogar alle Anschlüsse sein. Ach ja, die Wände in den Schlafzimmer müssten auch gestrichen werden. Streichen mag ich nicht. Unsere Oma, die lange Zeit bei uns gelebt hat, ist von uns gegangen. Ihr Zimmer steht nun seit vielen Monaten leer, weswegen wir zusammen mit meinem Mann beschlossen haben, es umzubauen. Mein Mann träumt von einer Werkstatt. Ich wiederum würde gerne ein zweites Bad haben. Denn wir haben trotz eines großen Hauses nur ein Bad. Unsere Kinder werden älter und so manchmal schwierig, morgens im Bad zu kommen, da es ständig besetzt ist. Entfernen Sie bitte alle Sachen von Oma und bauen Sie eine Trennwand. Das erste Bad befindet sich über dem Zimmer von Oma. Das sollte also kein Problem sein, auch hier zu errichten. Ich möchte das neue Bad praktisch und schick. Was haben wir noch? Oh, es kam gerade eine neue noch rein. Ah, okay, die habe ich schon gelesen. Dann machen wir doch das mal mit dem Bad. Könnte auch schwierig werden. Schön. Lol, um es aufzuheben. Hier soll ich Geräte montieren. Und Wände modifizieren. 10 Gemälde abnehmen. Warum denn das? Mein Kontostand. Das Gartenupdate braucht noch 2 Tage, dann kommt das online. Hier wiederum nicht. Und hier gibt es doch gar nicht, oder? Das zählt. Ah, okay. 2 Pflanzen entfernen. 6 Vasen entfernen. Ups. Eine Vase fehlt noch irgendwo. Ach da. Entfernen Fußboden, Lampe, Orient. Eine klassische Kommode entfernen. Kommode für das Esszimmer. Ah nee, das nicht. Kommode für das Esszimmer. Zack. Schlafcouch weg. Der Hocker weg. Die Stühle und der Esstisch weg. Anbringen Stuhl Elan. Ich glaube, ich habe gerade einen zu viel verkauft. Aber wo soll der sonst angebracht werden? Anbringen Stuhl Elan. Anbringen zweimal Garagenregal. Das geht zur Garage. Ach so, okay. Garagenregal. Also kriegen sie beide jetzt, was sie wollen. Regal. Zweimal Garagenregal. Ah, jetzt geht das hier wieder los. Mit Gegenständen, die dann nicht so beschriftet sind. Garagenregal. Okay. Standard Schreibtisch. Schreibtisch. Standard Schreibtisch. So. Küche klassische mit Spüle. Okay. Zack. Haken Küchenutensilien. Anbringen Teppich Kreis. Teppich.
Kreis. Toilettenpapierhalter. Okay, also so wie es scheint, das wird Bad. Ich vermute, der Stuhl kommt noch darüber. Bam, 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 bam. Toilettenpapierhalter. Toilettenpapierhalter. Halter. Modifiziere Wände. Vermutlich neue bauen. Diesmal klappt es. In dem Kinderzimmer eben wurde es mir ja nicht angemarkert. Die erbaute Wand ist sofort gestrichen. Das ist nett. Drei Wände gleichzeitig bauen ist auch nett. Baue schneller um 50%. Die Länge der Mauer. Des Mauerns ist länger um 1 Meter. Die Länge des Mauerns. Des Mauerns. Trotzdem klappt es mit diesen drei auf einmal nicht. So, montiere. Da hätten Sie ruhig mal schreiben können, was montiert werden soll. Toilette. Wasserinstallation der Toilette. Ha, die haben wir ja. Du kannst bei Toilette kaufen und montieren. Bei Toilette. Hat er nicht gemacht. Ist das offen oder sieht das nur so aus? Okay, doch hat er gemacht. So, das ist einer bei Dusche kaufen. Was? Eine Dusche. Einbaudusche. Funktioniert nicht. Waschmaschine. Waschmaschine. Waschbecken. Einbauwaschmaschine. Ach so, da hatten wir ja beim letzten Mal schon gesehen. Bis damit das geht, muss man erst aufdrehen bei manchen Sachen. So, dann nochmal. Zack. Das sieht doch schon besser aus. Muss ich. Ach so. Sah aber so aus, als ob ich da so auch rangekommen wäre schon. Ach ja, das sind ja diese Transportdinger, damit die Waschmaschine sich nicht bewegen kann. Was jetzt noch?
Ach so. Der Wasserzulauf. Und der Ablauf. Okay, was kommt hier hin? Eine Wanne, Alter, das wird ja hier richtig Luxus. Dusche und Wanne. So, Standard. Ja, ist eigentlich richtig, aber hier muss ich vorher auch aufdrehen. Was ich komisch finde, weil jetzt ja auch Wasser rauskommen könnte. Bei der Heizung, wenn man es vorher aufgedreht hatte, hatte man ja auch das Problem, dass dann sofort das Wasser raussprudelte. So, mit dem Bau einer Waschmaschine kenne ich mich natürlich nicht auf. Okay. Hängt das echt nur auf so zwei so ein Dingern? So zwei so ein Mini-Leisten? Wo da so viel Gewicht reinkommt mit den Tausenden von Liter Wasser. Ist ja interessant. Und Abfluss. Tschakka, so zwei Sachen fehlen noch. Die Heizung passt eigentlich. Achso, vielleicht hat deswegen auch vorhin die Dusche nicht geklappt, weil ich da nicht aufgedreht habe. So, Dusche, Dusche, Dusche. Zack. Zack. Yeah, genau daran lag's. Okay, erst die Bodenplatte, die Füße anbringen. Dann die Bodenplatte hinlegen. Dann das Abflussrohr. Den Abfluss. Die Duschwand. Der Wasserzulauf. Die Duschtüren nehme ich an. Beziehungsweise das waren wohl nur die Seitenwände. Die Gummis, damit es dicht bleibt. Okay, was jetzt? Achso, das Bodending. Ach, manchmal sieht man gar nicht, was er von einem will. So, und was soll hier noch montiert werden? Licht ist da. Eine Spüle vielleicht noch. Ha. Hab ich mir doch gedacht. So, eine Spüle, Popüle. Zack, zack. Wie man da rankommt, frage ich mich. Achso, das war eine mit unten offen.
Das ergibt Sinn. So, die Muffe noch. Chaka, alle Aufgaben fertig. Dann sind wir auch fertig hier. So, dann bis zur nächsten Folge. Wir sind bei 26 Minuten. Tschüss.